Autogramme sind heiß begehrt. Die Geissens, eine echte Attraktion und zum Anfassen nah. Und das mitten in der Augsburger Fußgängerzone. Das Luxuspaar zeigt sich entspannt, nett und völlig unkompliziert. Dieser riesige Menschenauflauf überrascht sogar Carmen. Ich kann es auch selbst nicht verstehen und ich finde es ganz toll und wir freuen uns auch sehr, hier sein zu können. Aber ich bin selbst geflecht. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Menschen kommen. Ich meine, aus der Ferne kriegt man das wirklich nicht so mit. Wir haben also diesen Hype natürlich in Monaco nicht so. Und deswegen ist das für uns immer sehr schön, die Nähe zu den Fans zu haben und endlich das mal auch fühlen zu können, wie sie uns lieben. Ich finde es sehr schön. Die Geissens, trotz Ruhm und Reichtum, sind die beiden auf dem Teppich geblieben. Und das hört sich dann zum Beispiel so an. Ich bin das Carmen und da bleibe ich auch. Berühmt geworden sind die Geissens durch ihre eigene Reality-Fernsehshow. Egal, ob beim Shoppen, auf der Yacht oder beim Streiten und albern daheim. Alles ist offenbar spannend. Die Fans können einfach nicht genug bekommen vom skurrilen Luxusleben der Millionäre. Sie sind immer lustig, es wird nie langweilig mit denen. Und vor allem der Spruch Robert, das ist das Allerlustigste. Aber sie sind ganz cool. Also sie sind einfach der Burner. Sie sind halt immer noch auf dem Boden geblieben. Obwohl sie ja machen halt auch alles für ihre Fans, das finde ich richtig klasse. Ja, weil sie einfach lustig drauf sind und einfach so sind, wie sie sind und sich nicht verstellen. Wir sitzen dann abends immer auf dem Bett und gucken uns die Geissens an. Es ist einfach schön. Für meine Kinder, für Schwiegermutter und für mich, ja. Ganz toll sind die. Ich schaue jede Sendung von denen an. Zu Reichtum ist Robert Geiss in den 90er Jahren mit seiner Modefirma gekommen. Seine Carmen kann sich immerhin mit dem Titel Miss Fitness 1982 rühmen. Bei Augsburg übrigens denkt sie sofort an Roy Black. Ja. Es war ein ganz großes Vorbild. Und der kam ja aus Augsburg, richtig? Richtig. Lange bleiben die Geissens übrigens nicht in Deutschland. Schon bald soll es wieder unter die Sonne der Côte d'Azur gehen. Und dann geht's mit der Yacht los. Wir sind ja schon am Fahren. Das Boot liegt jetzt gerade in Saint-Tropez. Und dann geht's weiter über Korsika und durchs Mittelmeer. Und dann heißt es wieder auf hoher See. Robert! 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 Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.